Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde. Aufgrund der halbierten Temperaturen gegenüber gestern sitze ich jetzt aus Protest trotzdem draußen und habe gesagt, ich trotze jetzt mal dem Wetter. Ach, es ist einfach zu extrem. Ich meine, wir brauchen Regen, es darf auch ruhig mal etwas kühler sein, aber es muss ja nicht gleich so in solchen Abschnitten geschehen. Ja, worum soll es heute gehen? Bei meiner letzten Präsentation, einer Lieferung von Tom Darasch, hatten mich einige gebeten, ich möchte doch auch mal ein paar Worte darüber verlieren, wie der ein oder andere Tabak mir geschmeckt hat. Und ja, diesem Wunsch, dem möchte ich jetzt heute ganz gerne nachkommen. Und zwar, es geht heute um den Indian Summer. Ja. Indian Summer Dance und auch den Italy Style, den packe ich gleich mit rein. Ja, ihr wisst ja, ich habe es auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, so vor rein Virginias, da mache ich dann doch lieber mal eine Kurve und ziehe mich da doch ganz gerne mal zurück, weil mir die Tabake in der Regel einfach zu leicht sind und nicht die Tiefe an Würze haben, die ich eigentlich sehr gerne hätte und die ich beim Tabak eigentlich schätze. Und ja, es gibt ja auch andere Sorten, ne, an denen man sich festkrallen, beißen kann. Jo, so, nachdem ich jetzt einige Füllungen von dem Tabak geraucht habe, zeige ich euch erst nochmal das Tabaksbild. Ich hoffe, man sieht so schön. Jetzt kommt auch gerade allen Unkenrufen zum Trotz die Sonne wieder raus. Ja, also ich sag mal, ein sehr helles Tabaksbild. Und wenn ich mir das so betrachte, ich sehe ja fast hell bernsteinfarbene Sprenkel. Das ist der Virginia. Ich sehe auch leichte dunklere Sprenkel. Das dürfte der Burley sein. Und man sagt laut Beschreibung, dass hier 10% Perique-Tabak drin ist. Und ich wage einfach mal zu sagen, das zweifle ich dahingehend an. Oder aber durch Corona oder was auch immer noch haben mich meine Geruchs- und Geschmacksnerven stark beeinträchtigt. Denn ich zeige es nochmal, wenn man sagt, dass hier 10% Perique drin ist. Und hier ist vielleicht mal ein einzelner schwarzer Sprenkel drin. Da würde ich eher sagen, 1% wäre da doch sehr viel treffender gewesen. Also den Perique vermisse ich gänzlich und natürlich auch im Duft und im Geschmack. Denn bei Perique, da denke ich automatisch entweder an Pflaume, getrocknete Rosinen, an Essig, Baldrian, halt was kräftig würziges, ja, und das ist hier so nicht der Fall, ist also nicht gegeben. Ja, also nochmal, durchgereifter Burley soll hier drin sein, Virginia und etwa 10% Perique. Der Duft ist wunderbar heuig-grasig, durch den Burley sehr süßlich-schokoladig, ich sag mal fast wie Milka-Schokolade. Ja, wunderbar, leichte Zitrusnoten und ich empfinde ihn als sehr, sehr mild. Ja, sehr dezent, filigran. Also ist jetzt keine Bombe, die jetzt irgendjemand überbordet und der sich durchaus auch als All-Day-Smoke eignet. Für Virginia-Liebhaber ist das, denke ich mal, fast ein Must-Have, denn er erfüllt eigentlich alle die Geschmacksrichtungen, die ein leichter, süffiger Tabak so mit sich bringen soll. Ja, und der Geschmack, der verspricht genau das oder hält genau das, was der Duft verspricht und hat zusätzlich zu dem Duft noch eine sehr angenehme Würze, die sich auch über den gesamten Rauchvorgang beibehält. Der Tabak ist absolut problemlos zu rauchen und verspricht ein Rauchvergnügen, ja, der, ich sag jetzt mal, für mich leichten Art. Aber es muss ja nicht immer kräftig sein. Man darf sich auch mal zurücklehnen und mal leicht genießen. Ja, als nächstes
zeige ich euch den Italian Style. Das ist dann schon mal ein etwas anderes Kaliber. Hier drin soll enthalten sein Kentucky, Orient, wenig Virginia und auch ein wenig Latakia. Also Kentucky, Orient, Virginia, Latakia. Wobei, auch hier komme ich wieder etwas ins Grübeln, weil es ist jetzt keine Latakia-Bombe, sondern ich würde mal eher sagen, der Latakia ist eher für das Gesamtgeschmacksbild des Tabaks mitverantwortlich in Form von Würze und Fülle. Also es ist jetzt keine Füllung, die nach Räucherschinken, geräucherter Mettwurst und geräuchertem Bauchfleisch und was auch immer noch den Anschein daran gibt. Klar, der Hauptanteil ist Kentucky und daher riecht er auch entsprechend holzig, erdig, hat durch den Virginia eine leichte Süße, vielleicht auch durch den Latakia noch. Etwas Rauch. Der Rauch kann aber auch durch das Räuchern über Buchenholz vom Kentucky herkommen, sowohl als auch vom Kentucky herkommen, sowohl als auch etwas vom Latakia. Ja, er ist erdig, holzig, leichte Süße, ich sage mal etwas Rauch, würzig und leicht harzig. Natürlich deutlich kräftiger. Oder etwas kräftiger als der Indian Summer Dance. Und ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen den beiden, so würde ich mich für den Italy Style natürlich entscheiden. Und ich glaube auch, dass der Indian Summer Dance aufgrund seiner Zartheit dann doch nicht mehr zwingend jetzt in meiner Tabakbar aufzufinden ist. Wobei, wie ich vorhin sagte, das ist jetzt keine rote Flagge, die ich hier hisse, sondern der Tabak wird absolut seine Liebhaber haben und es werden viele, viele Leute absolute Geschmacksfülle an diesem Tabak finden und das finde ich auch gut so. Aber ich kann ja nicht jeden Tabak, der zumindest halbwegs schmeckt, mir in mein Wohnzimmer stellen, dann habe ich nachher nur noch Tabakdosen und Päckchen da stehen. Und das wäre ja dann auch, denke ich mal, des Guten zu viel. Und deshalb würde ich sagen, selbst wenn der Italy Style kommt, so habe ich noch übrig genügend Tabake. Und der Indian Summer Dance, der kommt jetzt erstmal so ins zweite oder gar ins dritte Glied. Was nicht heißt, dass er nicht vielleicht irgendwann dann doch nochmal bei mir aufschlägt. Jo, und zu dem Italy Style, sowohl als auch Indian Summer Dance, da biete ich euch jetzt noch einen Whisky an. Und das ist einer, der mich von Anfang an begeistert hat. Ich habe ihn schon seit einigen Jahren in verschiedenen Ausführungen. Und zwar kommt er in einer Tube daher. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Es ist der Big Pete, die, wie es heißt, so schön, die sympathische schottische überdimensionierte Knollennase. Jo. Und das Fläschchen, das sieht dann natürlich so aus, nicht anders wie die Tube. Und zwar ist das eine Christmas Edition, in Limited Edition. Und es ist jetzt die 13. Christmas Malt Abfüllung. Wobei das die erste ist, die in einem Sherryfass nachträglich gefinisht wurde. Und ja, es gibt mehrere Abfüllungen von Big Pete. Müsst ihr mal nachschauen. Die Preise liegen sehr human bei zwischen 35 und 45 Euro. Und das, finde ich, ist durchaus angemessen. Und ja, der Geschmack bietet sehr, sehr viel mehr, wie es der Preis verspricht. Und zwar, das habe ich mir natürlich auch ein kleines Trämmchen eingeschüttet. Ich muss sagen, im ersten Moment kommt der Rauch ganz zart rüber. Es ist etwas
oder hat etwas von kandierten Orangenschalen. Aber nicht so, dieser Rauch, dieser Tarf kommt nicht so rüber wie Notaufnahme, Krankenhaus, also sprich der Duft nach Phenol. Aber was ich vergessen habe, was ist denn hier überhaupt drin? Das ist also ein Whisky, der aus verschiedenen Brennereien zusammengetragen wird. Und das liest sich jetzt hier wie eine Speisekarte in einem First-Class-Restaurant. Denn hier drin sind Whisky-Anteile von Ardbeg, Bowmore, Cole Isla und Port Ellen. Also, guten Tag, Herr General. Ja, das verspricht natürlich Rauch, ein klassischer, geschmacklich intensiver Isla Malt mit 54,8% Stärke abgefüllt. Und dieser Whisky ist ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration. Also so wie er aus den Fässern zusammengetragen wird, so findet er sich im Glas wieder. Ja, wie gesagt, man könnte im ersten Moment meinen, das ist dann doch ein flachbrüstiger Whisky. Aber wenn man dann mal ein Schlückchen probiert, der Geschmack geht im Mund auf wie ein aufgeblasener Ballon. Mundfüllend, wärmend, rauchig, torfig. Die Whiskys aus den verschiedenen Destillerien sind wunderbar aufeinander abgestimmt. Die Wärme ist unheimlich lang anhaltend. Und wenn man einen Schluck nimmt davon, nachdem man, sag ich mal, diesen Schluck hat im Mund kreisen lassen, dann merkt man ganz genau beim Runterschlucken, wo er sich gerade im Moment befindet. Ich trinke ihn ohne Wasser, also so wie er aus der Flasche kommt. Und ich würde sagen, er ist sehr, sehr gut verträglich mit einem wunderbaren Tabak, eben dem Italy Style oder auch Indian Summer Dance. Denn zum Indian Summer Dance ist der Kontrapunkt dann doch etwas extremer wie bei dem Italy Style, aber passt absolut. Und ich mag das immer so, diesen Geschmack des Whiskys und dann ein Zug aus der Pfeife. Das sind also dann Geschmackserlebnisse. Da, so sage ich mal, schlägt alles einen Purzelbaum. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wünsche euch eigentlich noch einen schönen Restsonntag und sage ganz einfach mal, macht's gut. Tschüss, bis bald.